Da sind wir mal wieder. Schon wieder, muss ich sagen. Zu einem kleinen Sonntagabend-Stream. Ich bin hier, du auch. Mensch, so ein Zufall. Dann lass uns doch zusammen was spielen. Also, wir schauen heute in Supraland rein. Hier oben steht's schon. Ein Spiel, das für mich sehr, sehr, sehr vielversprechend aussieht. Und bevor wir starten, schauen wir ganz kurz mal wieder auf die Steam-Seite. Das mache ich ja immer ganz gerne. Und besonders schön finde ich tatsächlich dieses etwas, ja, dieses einleitende Video hier. Das möchte ich euch mal zeigen. Da finde ich nämlich ganz besonders schön den Vergleich, auf welcher Fläche dieses Spiel stattfinden soll. Und ich spiele das jetzt mal gerade ab. Ich hoffe, dass das von der Lautstärke her einigermaßen passt. Ansonsten bitte beschweren, lautstark. Moment, ich gucke am besten bei mir besser genau in der Anzeige rein, dann sehe ich das etwas besser. Ja, also wir schauen mal ganz kurz dieses einleitende Video hier mit dem Größenvergleich dieser Spielwelt mit anderen Spielwelten. Finde ich sehr schön gemacht. Ja, wir haben also gesehen, dieses Spiel spielt auf einer Fläche von nur 9 Quadratmetern, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, denn auch wir sind eine sehr, sehr kleine Spielfigur, nämlich ein kleines Spielzeug, ein kleines Plastikfigürchen in einem Sandkasten. Und das finde ich schon mal ein wunderschönes Setting. Und wir lesen mal gerade ganz kurz den Text hier. Probier die Demo, es gibt eine Demo, die habe ich nicht gespielt, ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt. Ich habe ganz kurz reingeschaut, die ersten 2 oder 3 Minuten, sage ich euch gleich ganz genau, bis wohin ich gespielt habe. Und ansonsten kenne ich noch nichts von dem Spiel. Es sieht aber sehr vielversprechend aus, finde ich, und klingt auch genau wie für mich gemacht eigentlich. Also, ein Mix aus Portal, Zelda und Metroid. Erkunde die Welt, finde geheime Upgrades, löse Rätsel, verkloppe Monster und finde Fähigkeiten, durch die du zu neuen Orten gelangen kannst. Finde den Weg selbst, ohne an der Hand genommen zu werden. Spieldauer 12 bis 25 Stunden. Wie ich mich kenne, werde ich das nach oben ausreizen. Also das wird wahrscheinlich bei mir wieder länger dauern. Ich bin ja sehr langsam unterwegs. Aber ja, klingt auf jeden Fall nach einem schönen kleinen Abenteuer. Entwickler und Publisher Supra Games, also ein Indie-Spiel auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch wieder hauptsächlich eine einzige Person gewesen oder in vielen Bereichen eine einzige Person, wenn man auf der offiziellen Website schaut von Supra Games. Da hat man hier im Wesentlichen genau den gleichen Text wie auf der Steam-Seite, deswegen nur auf Englisch. Deswegen zeige ich euch eigentlich lieber die Steam-Seite. Und dann haben wir aber ganz hier unten tatsächlich die Credits. Und da haben wir hier David Münnich. Gleich sehen wir nochmal, der kommt übrigens aus Deutschland, aus dem Saarland, also gar nicht so weit global betrachtet. Also von hier aus das übernächste Bundesland südlich, quasi von mir aus. Ja, und David Münnich eben hier ja, zu großen Teilen für alles Mögliche verantwortlich, neben dann einer weiteren Person für das, na, für drei, also ja, egal, ihr seht es ja. So, Schwamm drüber, weg mit der Seite. Ja, genau das. Und hier ein bisschen weiter unten wollte ich euch auch noch das eine oder andere kurz zeigen. Hier, Supraland ist ein First-Person-Metroidvania-Rätselspiel von David Münnich, gerade erwähnt, aus dem Saarland.
Also global betrachtet gleich ums Eck. Die Hauptinspirationsquellen sind Zelda, Metroid und Portal. Klingt super. Supraland geht davon aus, dass der Spieler intelligent ist. Das wird sich zeigen. Aber okay, wir nehmen das erstmal so hin, dass das die Grundannahme ist. Und lässt ihn autonom spielen. Die Story ist minimal. Sie gibt einem nur ein übergreifendes Ziel und lässt einen dann frei, um die Welt zu erkunden. Das klingt perfekt für mich. Wer mich länger verfolgt, der weiß, dass ich nur zu gerne die Story aus dem Blick verliere komplett und meinen eigenen Geschichten hinterherjage und ganz viel mit Erkundungen oder erkundenderweise unterwegs bin und dann immer so irgendwie ein bisschen mein eigenes Ding mache. Also von daher klingt dieses Spiel wie für mich gemacht. Und ja, trotz kinderfreundlicher Optik richtet sich das Spiel an erfahrene Spieler. Ja, gut, könnte man jetzt annehmen. Schauen wir mal. Wird sich zeigen. Hier nochmal die Spieldauer. Und ja, die ein oder andere Auszeichnung gab es da auch schon. Schön finde ich auch das hier. From out of nowhere comes one of the most entertaining and brilliantly made First-Person-Action-Puzzle-Games in forever. Also er schreibt nicht eins der besten Spiele der letzten Jahre, sondern eins der besten Spiele ja quasi aller Zeiten in forever. Also schon eine hohe Meinung, die da vertreten wird. Und einen anderen Satz, den wollte ich euch noch zeigen, den finde ich nämlich auch ganz schön hier, genau diesen hier. Supraland respektiert die Lebenszeit des Spielers und streckt die Spielzeit nicht mit unendlich hirnlosen Sammelgegenständen. Klingt doch super. Ich respektiere auch eure Lebenszeit und deshalb machen wir die Seite jetzt zu und starten ins Spiel. Und dann, ja, schauen wir mal. Der Bummel ist da. Hallo, schönen guten Abend. Wann ist das jemals passiert? Du meinst wahrscheinlich, dass ich die Hauptstory aus dem Blick verloren habe und anderen Dingen hinterhergejagt bin? Das seltenst. Fast nie, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich habe einmal ganz kurz reingeschaut, um zu sehen, ob es läuft. Sagt mir mal Bescheid wegen der Lautstärke. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell gerade noch ein bisschen laut ist. Dabei habe ich es schon ganz ordentlich runtergedreht, wie man hier sehen kann. Von 100 auf 30 und die beiden jeweils von 100 auf 50. Also das Spiel hat mich eben enorm angeschrien. Wenn es immer noch zu laut ist, kann ich es noch ein bisschen runternehmen. Bisher okay, alles klar. Wunderbar. Dann lassen wir es so und starten ins Spiel tatsächlich. Neues Spiel. Ihr seht, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Und dann geht's los. Ich spiele übrigens mit dem Controller. Einfach, weil es geht und weil ich gerne mit dem Controller spiele. Wir werden sehen, ob uns das behilflich ist oder nicht. Aber ich denke schon, warum nicht? Und da sind wir auch schon. In der schönen kleinen Sandkastenwelt. Wir haben es gerade gesehen, also Spielfigur in einem Sandkasten sind wir hier. Und ich habe schon geschrieben, das Sandbox ist nicht als Tag offiziell genannt, aber es würde halt natürlich gut passen. Sieht voll schick aus. Ja, finde ich auch, ne? Also wenn man schon mal andere Spiele gesehen hat, die von einzelnen Personen entwickelt wurden, dann sehen die in der Regel oder vielmals sehen die nicht ganz so schick aus. Aber ich finde es auch optisch sehr, sehr ansprechend. Ja, und wir können hier aus unserem Bett raussteigen. Und ich kann euch sagen, dafür gab es bereits die erste Errungenschaft auf Steam. Also zwei Errungenschaften habe ich schon, obwohl ich nur 2 Minuten gespielt habe, so ungefähr. Und die erste gab es dafür für den Schritt aus dem Bett. Und wenn wir mal zurückgucken, dann sehen wir hier, dass unser Bett so ein kleiner Radiergummi ist. Tatsächlich, glaube ich, soll es sein. Ja, von hier aus sieht man es besser. Also mit dem roten, die rote Seite und die blaue Seite, das ist unser Bettchen. Und hier kleine Pflanzen haben wir hier und so weiter und so fort. Hübsches kleines Häuschen eigentlich. Hier drüben stehen auch noch ein paar Sachen rum. So, und wir hören schon von draußen ein Stimmgewirr. Dann schauen wir mal raus. Ja, also wenn man aufwacht und sowas vor der Tür findet, nebst dem großen Riesen da oben, dann ist der erste Gedanke ja erstmal, was ist hier passiert? Was habe ich angestellt? Warum ist das ganze Dorf vor meiner Tür versammelt? Das werden wir gleich erfahren. Hi, guten Morgen. Hallo. Na, wie geht's?
Unser Brunnen ist ausgetrocknet. Gehst du mal bitte runter, schauen, was da los ist. Und ich denke mir als allererstes mal, warum? Warum ich? Warum? Hier stehen so viele. Warum bin ich derjenige? Ich bin gerade aufgestanden, gerade aus dem Bett gefallen und das ganze Dorf steht vor meiner Tür, inklusive dem König und der Königin offenbar. Und sie sagen mir, steig in den Brunnen. Und meine erste Aufgabe, finde raus, warum Red Towns Brunnen ausgetrocknet ist. Also wir befinden uns offenbar in Red Town. Vermutlich, weil alle Figürchen hier rot sind. Und ich denke mir aber, ich möchte herausfinden, warum ich derjenige bin, der in den Brunnen steigen muss. Aber nun gut, wir haben die Aufgabe bekommen vom König höchst selbst. Oh, wir können mit ihm sprechen. Achso, er sagt nochmal genau das Gleiche. Das habe ich beim letzten Mal auch nicht gemacht, mit ihm zu sprechen. Ich bin stattdessen direkt in den Brunnen gesprungen und ich glaube, mir bleibt auch nicht viel anderes übrig. Also hier sehen wir einmal den Brunnenschacht. Da können wir nicht und wir können auch an den Leuten nicht vorbei. Unser einziger Weg führt tatsächlich hier runter in den Brunnen. Ja, und alle schauen sie uns erwartungsvoll an. Also, wie gesagt, wenn du hier rauskommst und du siehst diesen Anblick, alle stehen vor deiner Tür, denkst du erstmal, was habe ich verbrochen? Warum ist das jetzt meine Schuld? Warum muss ich in den Brunnen? Aber okay, nehmen wir das mal hin und springen runter. So, und da sehen wir schon jemanden. Also, tatsächlich optisch gefällt mir das hier sehr, sehr gut. Ne? Hier mit den Rohren und allem, kleine Spinnenweben. Na gut, die könnte ich drauf verzichten. Dann hier das Wurzelwerk und so weiter. So, und hier steht jemand und sagt uns ganz einfach, nimm. Es kann gefährlich werden. Nimm das. Und hier steht ein Mensch mit einer Rüstung und einem Schwert und einer Narbe. Also so ein halber Pirat quasi. Der sieht schon recht kampferprobt aus. Warum muss ich, das nackte Männchen, hier runter in den Brunnen steigen, wenn hier schon ein Bewaffneter mit Rüstung steht? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur einen Namen? Nicht, dass ich wüsste. Bis jetzt weiß ich es nicht. Ich musste ihr keinen Namen geben und ich habe auch noch keinen Namen gehört. Also, ich glaube nicht. Aber, wie gesagt, warum ich? Okay. Schwert. Macht Überleben leichter. Verursacht 2 Schaden. Sehen wir unten links in der Ecke. Eine 2. Ja, und dieser gerüstete, kampferprobte Plastikmann bleibt hier stehen. Hier haben wir einen kleinen Wegweiser. Zu unserer Stadt geht's also da lang. Ja, und wir kämpfen uns jetzt hier durch. Ich finde auch das einfach sehr schön, dieser Tutorial-Bereich hier, wie hier die Anweisung quasi dargestellt ist. Schlag. Schlag. Ja, mach ich. Wir gucken mal ganz kurz hier rüber. Hier ist nämlich noch eine dunkle Ecke. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie weitergeht, aber das könnte, das ist genau, glaube ich, das Brunnenloch. Keine Ahnung, ob wir irgendwann mal sowas wie Licht bekommen und hier noch irgendwas sehen können oder so, aber im Moment bringt uns das nicht viel. Das ist auf jeden Fall das Brunnenloch. Wir sehen alles ausgetrocknet. Was ist da los? Hier kommt offenbar kein Wasser mehr raus. Also ich nehme an, dass da eigentlich Wasser rauskommen sollte. Also gehen wir nachschauen und springen hier einmal rüber. Kanonenfutter wäre ein guter Name, aber zu lang. Ja, möglich. So, ja, wir sind also hier jetzt unter der Erde. Oh, guck mal, Münzen. Zack, unsere ersten beiden Münzen eingesammelt. Sehr schön. Ein Spiel von David Münnich. Und wie gesagt, es gefällt mir auf den ersten Blick schon sehr, sehr gut. So, hier drüben kommen wir erstmal nicht hoch. Das heißt, witzigerweise habe ich das beim letzten Mal direkt als allererstes gemacht. Bin von hier aus auf das Rohr gesprungen. Was erstaunlich gut funktioniert. Besser, als ich gedacht hätte. So, da sind wir. Und das hier finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe beim letzten habe ich bestimmt eine Minute hier vorgestanden und habe darüber nachgedacht, ob ich das jetzt creepy finden sollte oder nicht. Wenn ich so ein kleines rotes Plastikfigürchen bin und ich finde jetzt sowas hier unten in der Kanalisation quasi, ist das jetzt ein creepy Anblick? Also, ich bin mir nicht so sicher, was... Was weiß ich über meine Existenz? Ist das hier, finde ich das normal, dass das hier rumliegt? Aber lassen wir die Frage beiseite und gehen weiter. Halten wir uns nicht zu sehr mit solchen Überlegungen auf. So, und da steht schon wer. Und er sieht mich auch schon. Oh Gott. Und da kommt er. Und er hat leuchtende Augen. Und er ist schnell. Und ich habe kaum mehr als einen morschen Ast in der Hand. Nun stirb halt. Okay, da steht noch einer auf jeden Fall.
Die können einen wirklich auf große Entfernung schon sehen. Also die haben scheinbar auch gute Augen. Starke, leuchtende Augen. Diese kleinen Skelette hier. Autsch, das hat schon wehgetan. Aua, Mann. 23 von 25 Lebenspunkten. Aber zum Glück liegen hier Teile. Also ich weiß nicht so genau, was es darstellen soll. Es sind ja Sterne, also sternförmig. Aber sind das jetzt Plastikteile, die ich irgendwie aufnehme, um mich zu regenerieren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall regeneriert das unsere... Oder sind das Kekse? Also es klang ja so, als hätten wir es gegessen. Vielleicht sind das Sternkekse. Aber die Herzchen suggerieren ja schon, dass das irgendwie... Dass es gut für uns ist. Lebensenergie und so. Also da können wir uns direkt mal wieder hochheilen. Und weiter geht's. Ducken. Jawohl. Ich muss allerdings tatsächlich gedrückt halten. So. Hier wieder die merkwürdigen Formen. Achso, hier ist so eine kleine Ecke. Ich weiß nicht, wenn wir mal höher springen können oder ähnliches, dann kann man da vielleicht hoch. Das ist ja genau das, was hier in dem Spiel ja, so die Regel sein soll, dass man Wege sieht, die erstmal unpassierbar sind, wo man nicht hinkommt und dann später findet man irgendetwas, das einem hilft. Also vielleicht kommen wir irgendwann mal da hoch. So, und wir sehen hier eine gefährlich ausschauende Wand aus Feuer. Einfach, um mal zu sehen, was passiert, rennen wir da jetzt rein. Und wir sind instant tot. Tot! Also nicht irgendwie ein Herz abgezogen oder fünf Herzen abgezogen. Nein, wir sind direkt tot, komplett. Aber gut, wir sind Plastik. Also ich meine, wenn Plastik in derartiges Feuer reinrennt, dann passiert das schon mal. Aber das habe ich beim letzten Mal tatsächlich auch als allererstes Mal gemacht. Einfach mal gucken, was passiert. Reinrennen, tot. Ziemlich dramatischer Hinweis, der da auch kommt. Ja, schauen wir mal hier hinten ums Eck rum. In die dunkle Ecke. Benutze. Ich benutze. So, und wir hören schon, das Feuer ist zurückgegangen. Da kam es raus. Und was denkt ihr bei diesem Anblick? Potenziell tödliche Gefahr, die da hinten lauert. Jeden Moment könnte das Feuer ja wiederkommen, man weiß es nicht. Aber selbstverständlich, man geht rein. Eigentlich geht der Weg hier weiter. Da geht's weiter, aber selbstverständlich, wenn man sowas sieht, ist auch noch beleuchtet hier mit einer Glühbirne, die das irgendwie tatsächlich überlebt hat hier, das Feuer. Selbstverständlich gehen wir hier rein. Ist ja gar keine Frage. Und schauen mal, was sich am anderen Ende verbirgt. Vergiss unsere eigentliche Aufgabe, rauszufinden, warum der Brunnen trocken ist. Und hier haben wir unsere erste Secret Area. Und dafür gab es tatsächlich dann auch schon direkt die zweite Errungenschaft, die ich bereits gefunden hatte. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Irgendwie durchs Feuer oder durch die Feuerröhre oder irgendwie sowas. Aber ja, für mich eigentlich selbstverständlich, hier mal nachzuschauen, nachdem das Feuer weg ist. Und hier haben wir eine Kiste. Yay! Maximale Gesundheit plus 5. Sehr cool. Gib mir das. Sehr schön. Und wir sind auch direkt dann entsprechend hochgeheilt. Also 30 Lebenspunkte. So, wieder zurück. Also, unser erstes Geheimnis gefunden. Ich bin begeistert. Ja, und so stelle ich mir das vor. So läuft das jetzt. Man sieht Wege, die man zunächst noch nicht passieren kann. Dann müssen wir irgendwas finden, was uns hilft. Gut, das war jetzt noch keine neue Fähigkeit, aber irgendwie wird sich das so nach und nach entwickeln. So, und hier geht's eigentlich weiter. Jetzt frage ich mich spontan. Ich kann nämlich diesen Klotz hier tragen. Und das habe ich beim letzten Mal nicht ausprobiert, aber... Ah, okay, der passt hier nicht durch. Gut, vergessen wir das. Ich hatte nämlich gerade spontan die Idee, ihn da drüben vor diese Kante zu legen, die wir gesehen haben, und dann zu versuchen, ob ich da hochkomme. Aber dem ist vorgebeugt worden, indem der Klotz hier gar nicht durchpasst. Gut, dann machen wir natürlich das, was eigentlich gedacht ist. Hier lernen wir gerade Schalter betätigen. Die Tür geht auf. Ich gehe vom Schalter runter, die Tür geht zu. Das Prinzip kennt man. Also kommt der Klotz da drauf. Und wenn man ihn jetzt so platziert hätte, dass er drauf liegen bleibt, dann wäre auch die Tür dauerhaft geöffnet. So, Bummelerster schreibt, das kam unerwartet, war doch nur Feuer. Ja, ich fand es auch sehr dramatisch. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, direkt komplett tot zu sein. Ich dachte, das zieht mir vielleicht mal 5 bis 10 Lebensenergie ab, aber nein. Ich war direkt komplett tot, komplett weggeschmolzen.
vom Fleck weg. Oder was ich auch witzig gefunden hätte, wenn einfach mein Schwert sich in Kohle verwandelt hätte und so, ja, schade, Idiot, rennst mit einem Holzschwert ins Feuer. Hast du jetzt davon, sieh zu, wie du dich verteidigst. Hätte ich auch lustig gefunden. Aber okay, man ist halt einfach dramatisch direkt komplett tot. So, und jetzt schlagen wir hier die Wand ein und das ist genau der Moment, in dem es jetzt für mich auch unbekannt wird, das ist genau der Punkt, an dem ich dann ausgemacht habe, weil ich jetzt ja gesehen hatte, das Spiel läuft. Und, oh hey, was ist das? Das habe ich auch nicht gesehen, ein Schalter. Kann ich den kann ich auch betätigen. Achso, um die Tür wieder, ah ja, wahrscheinlich, nehme ich an, um die Tür wieder zu öffnen. Falls jetzt der Block da runtergerutscht wäre, wäre die Tür ja zu. Dann könnte ich hiermit wahrscheinlich die Tür wieder öffnen. Siehst du, habe ich schon wieder was entdeckt, was ich beim letzten Mal noch nicht gesehen habe. Also, ab diesem Moment ist es dann auch für mich alles neu und ich kenne nichts. Und ja, wir schauen jetzt mal. Wir sehen in der Ferne hier blaue Figürchen und schauen mal, was die da machen. Noch ein bisschen mehr, damit sie es nicht einfach reparieren können. Die Drecksäcke machen also mit Absicht. Und da ist eine neue Errungenschaft. Siehst du, hier war ich nämlich noch nicht. The Blues, die Blauen. Die Blauen! Geh nach Blueville und sprich mit ihrem König. Achso, warum rennt sie denn jetzt? Jetzt rennt sie los. Ich dachte, meinst du mich? Doch, geh zum König von Blueville, steht bei mir auch. Ich weiß jetzt nicht, warum unsere Königin jetzt losgerannt ist. Das irritiert mich ein bisschen. Aber okay, es ist eigentlich meine Aufgabe, nach Blueville zu gehen. Ja, also wir wissen jetzt, wir sind die Roten, die anderen sind die Blauen. Das sind offenbar die Bösen. Und wir kommen aus Redville und es gibt noch ein Blueville. Ich nehme an, in dieser Richtung, wo die Dame jetzt hingerannt ist. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Hat sie irgendwie heimlich was mit dem Blauen König und versucht ihn jetzt zu warnen oder so? Ich weiß es nicht. Oder zeigt sie uns den Weg? Hätte ich ihr hinterherlaufen sollen, aber das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich meine, ich habe jetzt gerade erst die Möglichkeit, hier aus dem Kreis meiner Mitmenschen mit Plastikfiguren rauszutreten und mal unser Dorf zu erkunden, was ich auch tatsächlich als erstes machen wollen würde. Ich weiß jetzt nicht, wo sie hingerannt ist. Werden wir vielleicht noch rausfinden. Was ist das? 6 übrig? Was heißt das hier? Wenn du goldene Fässer findest, leg sie in die Box dort drüben. Ah, okay. Um neue Upgrades freizuschalten. Ah, I see. Der Händler. Schwertschaden plus 1 für 5 Coins. Warte mal. Könnte ich mir jetzt leisten. Okay, der verkauft uns also hier die Upgrades. Tempo mal 2. Da können wir ein bisschen schneller laufen. Okay, das wäre jetzt nicht das Erste, was ich holen würde. Maximale Münzen mal 2. Ist schon recht teuer. Okay, und Schwertschaden plus 3 für 65 Coins. Ach guck, dann brauchen wir sowas nämlich schon. Ah, wir können nämlich aktuell, wie wir links sehen, nur maximal 30 Münzen einsammeln. Das heißt, wir müssen uns das schon holen, um überhaupt erstmal 65 Münzen tragen zu können. Interessant. Alles klar. So, unsere Königin ist irgendwie wahrscheinlich da rausgerannt, zum Tor hinaus. Ich würde mich aber eigentlich ganz gern erstmal hier im Dorf umsehen wollen. Ich finde das so schön hier mit den, guck mal, hier so ein Bleistift und so. Und hier der Kristall ist quasi die, ach, den kann ich, oh, ich kann den nehmen. Ein Licht. Kann ich das, habe ich ein Inventar? Oh nein, ich habe es fallen lassen. Ich kann es nur fallen lassen. Warte, ich hänge es wieder, kann ich es wieder hinhängen? Entschuldigung, ich wollte das gar nicht. Jetzt geht das nicht mehr. Okay, jetzt weiß ich aber, ich lasse mal hier stehen. Vielleicht hängt das irgendjemand wieder auf. Hallo Behemoth, ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Du hast das Spiel, glaube ich, auch, oder? Ich habe ja eben kurz auf die Steam-Seite geschaut. Ich habe gesehen, dass ein paar befreundete Spieler das Spiel haben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Behemoth auch dabei war. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt den Kristall hier. Aber wenn wir mal ein Licht brauchen, dann können wir uns hier so einen Kristall nehmen, offenbar. Ist jetzt ein bisschen schade, dass ich den hier abgebaut habe. Das wollte ich gar nicht. So, hab's auch, aber nie gespielt. Ah, okay. Alles klar. Da hinten liegen Münzen. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Jetzt haben wir hier, jetzt sind wir in die Welt geschmissen worden und jetzt können wir zusehen, was wir machen. Kann ich mit dem hier reden? Nochmal mit dem, du hast dich aus dem Brunnen verpisst und hast mich da unten allein gelassen mit den Skeletten und den Blauen. Wobei mir jetzt gerade auffällt, dass die Skelette dann ja offenbar überhaupt nichts mit dem ausgetrockneten Brunnen zu tun hatten. Das war nämlich mein erster Gedanke, dass ich dachte, ah ja, gut, hier rennen irgendwelche Skelette rum, die werden wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht haben oder so. Aber die haben gar nichts damit zu tun. Die rennen da einfach nur so rum. Und die Blauen sind eigentlich das Problem. Alles klar. So, wir gehen mal Richtung Tor. Hier ist irgendwas, warum, was sagst du? Bring goldene Fässer zum Laden, um Power-Ups freizuschalten. Ja, das haben wir schon erfahren. Also da
wo dieses goldene Fass leuchtet, da so schemenhaft. Da müssen wir goldene Fässer hinbringen, wo auch immer wir sie finden. Und hier können wir was kaputt machen und Münzen einsammeln. So, hier ist... Ah, hier ist sie! Okay, sie ist zum Tor gelaufen, um uns wahrscheinlich hier noch irgendwas zu sagen, bevor wir in die grausame, gefährliche Welt raustreten oder so und Richtung Blueville laufen. Was ich ja gar nicht vorhabe, weil ich mich eigentlich erstmal hier ein bisschen umschauen möchte. Aber wir reden mal kurz mit ihr, um zu erfahren, was sie uns sagen will. Achso, sie rennt... Hä? Moment. Lass uns nach Blueville... Achso, sie rennt mit! Ach, warte mal. Ich will aber noch gar... Oh, wow. Das sieht schon cool aus hier. Ich hoffe, sie bleibt jetzt nochmal irgendwo stehen und wartet wieder auf mich. Verdammt, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen zwischen... Ich möchte mir erst das Dorf angucken und ich möchte sie nicht aus den Augen verlieren. Mist. Jetzt muss ich kurz... Ich guck mal hinterher, ob ich sie... Sehe ich sie überhaupt noch? Ja doch, sie läuft da drüben lang. Hier steht auch jemand, der mir bestimmt was sagen möchte. Ach Gott, es gibt so viele Ecken, die ich jetzt schon... Ach guck, hier ist... Wow, was? Geräusche. Hast du jetzt die Königin? Nee. Ach, die läuft weiter? Ach guck mal, die Viecher lassen die Königin in Ruhe. Na, die Macht einer Krone offenbar. Autsch, autsch. Boah, hallo? Ach so, hier sind noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ich bin gleich tot. Entschuldigung. Entschuldigung bitte. Ich hatte eigentlich nicht geplant, in den ersten 3 Minuten zu sterben, aber irgendwie... Hallo, wo ist hier unser Kämpfer? Der stand doch hier hinten. Hallo? Könntet ihr bitte... Warum bin ich hier der Einzige? Das gibt's doch nicht. Haut ab! Haut ab jetzt, ich bin gleich tot, ey! Das könnt ihr doch nicht machen! Okay, jetzt wurde ich schon bis in die hinterste Ecke zurückgedrängt. Ist da jetzt, da ist doch noch einer. Doch, der steht da. Da steht er. Kann ich mich regenerieren irgendwie, bitte? Gibt's hier nochmal irgendwo Herzchen oder so? Ja, jetzt kommt er. Nein! Das gibt's doch nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich bin noch keine 3 Meter aus dem Dorf raus. Okay, warte, sind die jetzt weg? Ja, ich bin jetzt einfach nur... Okay, ich bin einfach wieder hier. Hab wieder volle Lebensenergie. Wurde mir irgendwas abgezogen? Habe ich irgendeine Strafe dafür, dass ich jetzt gestorben bin? Weniger Münzen oder so? Nee, ne? Eigentlich nicht. Also, oh, guck mal, ich kann das Blümchen pflücken. Och, wie süß. Aber auch da frage ich mich gerade... Mist, jetzt habe ich es kaputt gemacht quasi. Das ist so ein bisschen... Ja, das sieht fast so aus, als würde es hier wachsen. Das ist in Ordnung, wenn ich es so wieder hinstelle. Ich stelle es einfach wieder hin. Okay, so, also, ich wollte eigentlich der Königin hinterherlaufen, um zu sehen, wo sie hinrennt. Aber ich wollte auch das Dorf erkunden und alles andere, was hier draußen ist. Jetzt gehe ich nochmal gucken. Jetzt habe ich ja wieder volle Lebensenergie. Jetzt kann ich mir das wieder leisten. Aber ich glaube, sie wurde überhaupt nicht angegriffen. So, also da geht's nach Blueville. Ich würde das auch selbst finden wahrscheinlich, ohne dass sie davor wegrennt. Okay, ich sehe ganz viele... Da kommt schon wieder einer. Ich sehe ganz viele Münzen schon überall hier rumliegen. Ach, guck mal, hier an dem Kaktus, da wächst auch so ein Stern. Ach, hätte ich das gewusst. Hier, dann hätte ich mich ja... Oder? Ja, ich glaube hier, das kann ich essen und dann kann ich mich... Ach, noch mehr von denen? Okay, ich hoffe, wenn ich euch jetzt einmal erledigt habe, dass ihr dann auch wirklich weg seid. Und mir nicht dauernd auf den Keks geht. Schon nur noch die Hälfte der Lebensenergie. Nur noch ein Drittel der Lebensenergie. Jetzt lass mich mal bitte hier so ein Ding essen. Das ist ja richtig stressig. Oh, das regeneriert aber auch direkt 10 Punkte. Das ist gut. Da sind noch mehr. Das nehmen wir uns direkt mal. Oh, ein Kreuz. Oh nein. Mensch, da ist es wohl auch schon anderen so gegangen wie mir. Warum ist das so rot? Ich weiß es nicht. Da kommt schon der nächste Gegner schon wieder. Autsch. Die sind aber auch ein bisschen nervtötend. Ein bisschen aufdringlich. So, da kommt noch einer. Ich hoffe, die kommen nicht allzu schnell wieder hier. Und hier stehen ganz viele Figürchen rum, mit denen ich natürlich reden möchte. Aber jetzt muss ich erstmal hier Angriffe abwehren. Ich würde gern blocken, aber ich kann nicht blocken. Noch nicht. Vielleicht lernen wir das noch. Autsch. Mann, ey. So. Jetzt erstmal hier, gib mir nochmal so ein... Also hier ist irgendwie ein Kreuz und das leuchtet auch irgendwie so rot. Vielleicht können wir da später irgendwann mal was tun. Hier sind riesige Karotten. Okay, da liegen noch ein paar Münzen. Und noch ein... Genau, noch eine Stelle mit einem Kreuz. Das ist ein bisschen traurig hier. Also wir sehen schon eine gefährliche Gegend hier, offenbar. Wir heilen uns lieber nochmal hoch. Ich hoffe, dass die nach der Zeit nachwachsen hier. Oh, was haben wir hier?
Kann ich hier irgendwas? Nee, hier kann ich nichts tun. Da kommt der nächste. Gibt's doch nicht. Wartenstress. Okay, so. Jetzt schauen wir erstmal, wo unsere Königin hingerannt ist. Aber ich gucke auch nur bis hier vorne, sonst gehe ich wieder zurück. Aber ich glaube, die stand hier, oder? Ja, da steht sie. Nighty McFly, schönen guten Abend. Ich begrüße dich. Schön, dass du reinschaust. Hier ist unsere Königin. Ich komme mit dir, Schatz. Warum nennt sie mich Schatz? Öffne uns diese Tür. Ach, guck mal, das ist so ein cooler, so ein Duplostein. Wie geil. Darf man das sagen? Duplostein, Legostein? Klemmbaustein. Öffnungsfenster. Klemmbausteinfenster. Ich weiß ja nicht, ob man Markennamen nennen darf. Nee, aber man kennt diese Steine, ne? Also hat jeder. Haben wir auch hier in unserer Baukiste. Warum hat die gerade, sag das nochmal, ich komme mit dir, Schatz. Warum nennt sie mich Schatz? Was ist denn hier los? Die hat mit jedem was, habe ich das Gefühl. Die will doch zum Blauen König, um den zu warnen. Die hat doch was mit dem. Und ist aber offiziell die Frau vom Roten König und jetzt nennt sie mich auch Schatz. Flittchen. Nein, habe ich nicht gesagt. Was ist da los? Ich bin ein bisschen irritiert. Warum? Okay, öffne uns diese Tür. Ich nehme an, das hat mit diesem Kabel zu tun und dann müssen wir wahrscheinlich nach da oben. Aber das ist perfekt. Das gibt mir nämlich die Gelegenheit zu sagen, okay, sie kann hier jetzt nicht weiterlaufen. Ich kann nicht weiter im ersten Moment. Und ohne mir allzu viele Gedanken darüber zu machen, wie ich da hochkomme, gehe ich jetzt einfach zurück und fange mit meiner Erkundung an. Das ist perfekt quasi. Ich komme nicht weiter, also gehe ich erstmal auf Erkundung. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Instant liebe ich dieses Spiel. So. Dann bist du wohl der Nachwuchs. Ja, scheint mir. Bin ich der Nachwuchs? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nichts über mich, außer dass ich ein nacktes Plastikmännchen bin mit einem Ast in der Hand. Und dass die Blauen unseren Brunnen kaputt gemacht haben. Mehr weiß ich bis jetzt nicht. Ach, da ist schon wieder einer. Ach, komm schon. Ja, komm, den töten wir direkt mal, bevor der uns auf den Keks geht jetzt. Hallo, warum willst du in mein Dorf? Lass das sein. Das war jetzt ein bisschen frech in den Rücken gefallen, aber die sind auch ein bisschen aufdringlich.